Oh, ich krieg's förmlich. Aber ey, einen besseren Skin gibt's für dich gar nicht, oder? Gibt's auch nicht. Ich hab dir gerade gesehen, ich muss zwei letzten V-Bucks dafür ausgeben. Sehr gut. Was für ein Pizza Komet, Pizza Mann, Pizza Emote, Pizza Schneider als Hocke. Was im Pizza Kleider, ne? So bin ich hinterher geflogen. Ja. Der schlürft, ey. Pizza, Pizza. Jetzt komme ich mir schon vor wie einer von den Turtles. Waren das nicht auch vier? Freilich. Ich bin Leonardo. Ja. Da Vinci? Nein, der Turtle. Achso. Die Saskia war Michelangelo. Haben wir festgestellt. Ja. Aha. Ach, schon wieder. Mir hat ein Glück gehabt, dass wir auf dem Berg drauf sind, ey. Ja. Oh ja. Wir haben ausnahmsweise halt einfach mal taktisch gespielt. Das soll vorkommen, ja. Ich glaube, ich habe einen Fehler im System entdeckt. Es ist ein Fehler in der Modpack. Ja, ich habe unbedingt dieses Emote gebraucht. Damit ging es besser. Warum hat eigentlich bei mir nur der Marco ein Krönchen auf und wir nicht? Ich wollte es auch gerade sagen, bei mir auch. Weil es dir nicht die ganze Zeit anzeigt. Einmal jetzt will ich kurz das Kissen suchen. Ich will wissen, wie viele ich habe. 3 sind es bei mir nur. Bei Marco? Ich habe 4. Ich muss wieder eine blöde Stunde rollen. Nee, du hast 0, ja. Pascal. Nee, 1. Ich hab 1. Das stand jetzt voll ewig lang die 0 da. Nicht so, hä? Bitte, der Ronny jetzt noch 2, dann haben wir 1, 2, 3, 4. Warte. Nee, ich such's gerade. Ich hab. Der wird 8 haben oder so. Nee. Ja. Das sind derer 5. Wie war das? 47. Nein, es sind 5. Also, Pascal, du musst jetzt noch einen nachlegen. Na, dann haben wir 2, 3, 4, 5. Hast du das Spiel noch Runde oder was? Ja, alleine du. Ja. Alleine schaffe ich jetzt 11 Kills, aber nicht um den Platz 6. Doch. Das geht schon so. Platz 2 geht vielleicht nur, aber alles andere nicht. Wollen wir noch Platz 2 kann ich mich durchsneaken. Nee. Nein. Ich geh raus. Okay. Aber heute. Also Montag ist ein guter Tag, das müssen wir uns mal merken. Montag ist ein guter Tag zum Sterben. Genau. Ja, ich meine, in anderthalb Stunden 3 Siege ist schon nicht verkehrt, oder? Ausnahmsweise ist es okay. Ja, aber nur weil heute Montag ist. Ja. Ach Gott, wenn du schon wieder Anfragen bekommst, Moin würde für 2k ihn abholen. Nee. Wie viel hast du denn rein? 4,8. Ja, ist klar, weniger als die Hälfte. Aber der kann mir die 2k vorbeibringen, der kann nur ein Schild abholen. Da kann er was abholen, genau. Du schreibst zurück, die 2 als Anzahlung in Rest, wenn du abholst. Genau. Vor allem 2K. 2K was? Das K steht für 2 Kilo Erdbeeren. Orangen oder was? Oder 2 Kilo Hirn. Nein, das wie heißt das im Englischen? Das ist doch für 1000 Euro. Ja, weiß genau. Ich ja, aber. Du bist zu alt dafür, glaube ich, Marco. Tut mir leid, aber. So alt für diesen Scheiß, ich weiß. Also Leute, gut Nächte, hä? Jo. Mach's gut. Mach alles, was ich auch machen würde. Niemals. Niemals, nie nicht. Bleib anständig in Sonneberg. Ja, morgen nochmal. Dann holt mich Kobok wieder. Für 2,5 Wochen. Was? Was für 2,5 Wochen? Ich gebe hier offiziell bekannt, NEA hat ein Mitglied weniger. Was ist für 2,5 Wochen? Der Ronny in Coburg, der hat nächste und übernächste Woche keinen Sonneberg-Dienst. Jetzt habe ich mich darauf gefreut, dass ich ihn nur einen Tag sehen muss. Das war mit der weniger.
Ist es die? Nee, ab nächster Woche dann oder was? Ja, das ist deine Woche, wo du Probe arbeitest, ist er da. Das hat er mit Absicht gemacht. Nein, das hat er nie mit Absicht gemacht. Boah, kann mal hier einer die Musik kurz ausmachen, bitte? Ja, ich weiß auch schon drauf, dass die aufhört mit Tanzen, aber was soll ich denn machen? Mach doch was anderes! Stuhl oder so. Was? Warte, ich such mal. Ich mache jetzt hier einen Stuhl, ist klar. Und dann ist das Spiel kaputt. Das ist der Ding. Das stinkt gleich. Ach, warte mal, ich habe auch was dreht, was ich drehe. Das magst du doch so sehr. Ich habe keinen Stuhl. Ich war vorhin erst. So, hey, du kannst auch Popcorn essen. Genau. Das sind Marshmallows. Ach ja, warte mal, wo sind das Popcorn? Also, ja, Pascal, ich werde da Probe arbeiten. Als? Alles für die beiden Herrschaften. warte. Nee, als Mädchen für alles. Achso, Hausmeister. Ja, haben wir eigentlich schon. Ja, also bei Somso, wenn es heißt Mädchen für alles, dann bist du wirklich Mädchen für alles, ohne Scheiß. Musst du auch hier das Geld passen. Ja, aber es gefällt mir ja eigentlich. Ja, warte mal, bis der hinterm Haus die alten Schlüpfer wegschaufeln darf. Echt? Mhm. Endlich mal eine anständige Arbeit. Denken sich die Fliege auch, die ja. Alten Schlüpfer. Ja. Ihr müsst quasi eure Frau mit einem Hand der Schlüpfer bauen, oder wie? Mhm. Achso. Deswegen habe ich auch Unterhosen-Abo, wo ich jeden Monat eine neue bekomme. Ja, du sollst ja wegschaufeln, nicht deine mit hinbringen. Naja, aber das habt ihr vielleicht auch. So ein Unterhosen-Abo. Das es sind keine neuen. Es sind keine neuen, Margo. Nee, die alten ja weg und du bekommst ja neue. Hast du echt so ein Abo? Hatte ich mal von On That Ass. Ja, die sind total cool, die Unterhosen. Die trage ich auch gerne. Die sind quasi für ihren Arsch und für ihren Arsch. Ja. Ich komme mir gerade verarscht vor. Ich kann mir ja nicht vorstellen, wie arschgeil das ist. Für 11 Euro, ich bin in der Boxershorts, ich bin dann doof. Die sind ganz witzig. Ja, aber 11 Euro. Für eine vor allem. Hat du mal 1 Euro. Wenn das Suspensorium aus Gold drin ist, dann würde ich mir sie kaufen. Ja, aber die musst du eine Nummer größer nehmen, als du eigentlich hast. Sonst hast du keinen Platz. Bei der Saskia ist es nicht so schlimm. Aber als Mann hast du keinen Platz. Du musst so ein Päckchen stumpfer rein, oder? Ja. Das gefällt mir, wenn ich drüber streichel. Ach so, eine Mission, Alter. Wollt ihr noch mehr wissen? Thomas noch mal anrufen? Nein, Mr. Schwuchtelbärzern. Wollen wir nicht. Nein, bitte Peter, okay? Ach, nee, du kennst ihn auch als Peter. Ich find's komisch. Ich bin jedes Mal verwirrt. Er hat gesagt, dass er Thomas heißt. Und dann gibt's so viele in der Gruppe, die noch Peter zu ihm sagen. Ja, und er hört trotzdem drauf. Eigentlich macht er einen großen Fehler. Aber das ist so schlimm, ne? Jede Woche fragt mich, aber ich bin aber schwul, ne? Jede fucking Woche. Echt jetzt? Ja, wir haben jetzt gestern drüber. Ne, doch gestern haben wir es drüber gehabt. Und dann hab ich einfach gehabt, ne, wie viel bezahlst du denn dafür? Hat er gesagt gehabt, ne, würde dir das denn gefallen? Hab ich dann gesagt, guck mal die Position drauf an, das ist mir egal. So, ich sag nicht, dass du nur der Gefickte ist schwul. Ganz genau. Und wenn das Geld am Ende passt, ne, Augen zu und durch, dann möchte ich nachher gleich wissen, mir ist egal. Wie war das Video, Pascal, was ich dir geschickt habe mit dem Thailand? Mit der Frau da? Mit der. Ja, Moment. Findest du nicht mehr? Ich glaub, das war ihre Playstation ist kaputt, die quietscht. Ich hab's jede Woche mit ihm über das Thema, ne? Und ich bin kaputt, Ronny. Nicht meine Playstation. Aber der schafft's nicht. Ich weiß nicht, was er macht, aber irgendwie kriegt das nicht hin. Der befummelt mich zu wenig, glaube ich. Dann kommst du auch noch, fängst du auch noch bei unserem Margo. Der Kai, der befummelt mich gern. Der tut mir auch regelmäßig auf den Hintern batschen. Ist das ein Batscher? An die Brüste fasst er mich, wenn er von hinten kommt. Also an meine Brüste. Das ist ja doch interessant. Nun. Margo, das kriegst du nur auf einen Weg raus. Egal. Wem hab ich denn das? Mir ist das auf. Ich weiß davon irgendwas. Mir hast du irgendwann mal irgendwas geschickt. Ja. Aber das war YouTube, glaube ich, kann das sein. Das war kein Bild. Ein Bild von seinem Brüsten. Nein, ich hab's Instagram. Ah, okay. Ich schick's mal in die Gruppe.
Was jetzt, ein Bild von deinen Brüsten? Ein Video. Ach so, das mit dem Nacken? Nacken. Das war auch gut. Das war mit dem Nacken gemacht. Ja, das war auch gut. Okay, das mit dem Nacken kann ich auch. Das schicke ich hier rein, warte. Mach du das, ja. Ich dachte. Ach, das Video, ja. Ich hab das Bild gesehen auf Insta, dachte ich, das kann niemals auf Instagram sein, das kann nicht sein. Ja, bei mir kommt Wednesday, das, was du da ranstellst. Pascal. Ach ne, jetzt? Ja, das kann nie auf Insta sein. Uiuiui. Das ist so gut. Ach, schön. Bonnie, hast du es angeguckt? Nee, was denn? I'm not a lady. Ach so, das ist ja klar. I'm a boy. Oder wie? I'm a ladyboy. Ladyboy, genau so war das. Aber es geht ja weiter. In Thailand kennt mich niemand. In Thailand? Ach, nicht so schlimm. In Thailand kennt mich jedoch niemand. Deswegen war ich in Thailand, wenn es bis zum Schein. In T-Highland. Es gab sowas nicht. In Kaolack, das ist ein Familienressort, da gab es sowas tatsächlich nicht. Kaolack, das hört sich schon so an. Ne, Kaolack. Das ist sogar eine Stunde über von Phuket gewesen oder von der Partymeile, wo es sowas bestimmt gibt. Ja, auf der Partymeile gibt es bestimmt die Ladyboys. Ja, aber die waren eine Stunde unter uns. Nur beim Anreisen hingegen. Die waren eine Stunde unter uns, ich dachte mir auch gar nicht. Hi, ja, ne? Nur der gefickte Schwul. Thailand kennt mich da niemand. Das war nicht verraten, doof, ne? Ja. Der versucht beständig umzupolen, aber heute schon geschafft. So, Sassi muss ins Bett. Die ist die Kleinste. Sagt der Mittagsschlaf braucht. Ja, auf Arbeit. Das ist ein Nikola. Und am Wochenende und am Sonntag. Jeder Tag mit G. Jeder Mittwoch. Ich habe jetzt nicht zugehört. Was hast du gesagt? Nigger. Ja. Nigger. Weißt du, wie das gerade rüberkam, so von wegen, wenn ich mal meinen impulsiven Gedanken nachgebe? Wenn du nur einen Buchstaben tauscht, macht's genauso Spaß, hä? Das ist ein Fickerler. Alle guten. Wir hatten eigentlich das Reizwäsche-Detailer-Spray. Was? Das was? Das für Ding? Haha, jetzt kommt's wieder, ne? Habt ihr gewusst, dass es von der Gwyneth Paltrow Katze gibt, die nach ihrem Mumu riecht? Ja, weil ich Podcast höre. Ja, du schon, die anderen beiden. Ach, nein, der Marco ist noch nicht so weit. Eine Katze, die nach ihrer Mumu riecht. Für was bin ich nicht so weit? Pussy! Ich war doch nicht in der Pubertät. Nee, Pascal. Oh. Du hast schon von Geburt an so eine tiefe Stimme. Mama, ey. Ich meine, ist nicht so tief. Ja. Nein. Can I get a higher? Ihr solltet langsam mal in die higher. Ich glaube, es ist schon mal ein gutes Gefühl. Ja. Das fällt mir für echt oft auf, ne? Wenn wir wie beim Samba-Ding so mal am Essen waren, ne? Irgendeiner erzählt den Witz, keiner lacht und wir beide lachen, ne? Ist mir schon ein paar Mal jetzt aufgefallen, ne? Irgendeiner erzählt den Witz, keiner lacht, nur wir beide, ne? Okay, wir bei Saskia ständig so. Wir beide, du und dein auf, oder? Ne, du und mein Bruder. Du und mein Bruder. Du und dein Bruder, Margo. Du und dein Bruder, so rum. Hä, das hast du doch wieder das gleiche gesagt. Nein, du und dein Bruder. Du und dein Bruder ist doch was anderes als du und mein Bruder. Das hat er zuerst gesagt. Mir zwei und ich. Genau. Mir zwei, wir sind schon so ein Trio. Genau mein Humor, ne? Gebrüder Grimm seid ihr ja auch vom Märchenerzähler. Ich heule schon wieder von Lange. Ich heule. Gebrüder Grimm, die Märchenerzähler. Ja, genau.
jetzt kommt echt die Träne, ne? Oh, ich heul auch schon. Schau mal, das Häschen mit den Schuhen und dem Bürostuhl ist das so toll. Was zum Zart oder was? Was? Nein, hier auf dem Desktop. Guck doch mal. Oh so. Gott. Ich muss wieder reintappen. Das Lobby. Ich sehe schon während der Pause dann beim Probearbeiten sich so in der Firma rumdreht. Ja, wir haben eine halbe Stunde nach der Pause einen Termin beim Christian, weil wir uns unprofessionell verhalten. Es wäre so geil. Und ist der Louis wieder da? Dann haben wir vielleicht ein Gespräch mit dem Louis. Der Louis ist wieder da. Also, wenn der Markus Probearbeiten hat. Dann darf er auch mal lachen. Ist er wieder runtergekommen jetzt? Na, schön. Runterkommen sie alle. Das ist genauso wie... Hör auf drüber zu lachen, es ist nicht mehr so lustig. Darauf komme ich schwer. Ronny, du hast dich aber schön nur den Armen rasiert. Ich wollte gerade sagen, mach das nochmal und dann schau dir mal bitte in den Schritt. Das schaut ein bisschen falsch aus. Weil es leuchtet? Ja, es strahlt. Ja. Das sieht aber echt toll aus. Meister Bubba funktioniert nicht mehr auf dem Kopf. Ist das ein Implantat oder was ist das? Was ist ein Implantat? Ja, da unten? Ein Mumu-Implantat? Nein, das ist ein Emote. Das ist alt. Wir machen irgendwann auch so lang, wenn Pascal und ich bei der Samba-Probe sind, wir schauen uns nur noch an und fangen das Lachen an. Marco, das ist blöde Gedanke. Und das war nur Saskia. Okay, so, gute Nacht. Ja, es reicht mal wieder. Ja. Schön war's. Dankeschön. Gute Nacht. Ich glaube, die letzte halbe Stunde nehme ich jetzt auch mal auf, wo wir gekommen sind.